Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße euch heute zu unserem dritten Teil der Serie Carryalls für jeden Einsatz. Heute habe ich mal eine ganz besonders große Tasche für euch aus dem Sänger Anaconda Programm. Und zwar handelt es sich um den Treasure Chest XXL. Unser Carryall hier ist aus 600er D Polyester hergestellt und besitzt ein wasserabweisendes Coating. Zudem besitzt er diesen Deckel aus Hartschaum sowie den Boden ebenfalls aus Hartschaum, der verhindert, dass von unten Wasser eintritt und macht die Tasche zudem stabil. Dank unserem Hartschaumdeckel können wir diese Tasche auch wunderbar als Bivy-Table zum Beispiel benutzen und neben uns beim Rigbinden an den Stuhl stellen und unsere Sachen ablegen. Perfekt. Des Weiteren hat die Tasche 4 aufgesetzte Taschen in verschiedenen Größen, jeweils 2 vorne und 2 an den Seiten. Diese sind nochmal zusätzlich versteift, damit sie ihre Form schön behalten, auch wenn sie zum Beispiel leer sind noch. Der Treasure Chest XXL trägt seinen Namen nicht zu Unrecht. Mit einer Länge von 90 cm, einer Breite von 42 cm und der Höhe von 39 cm bietet diese Tasche jede Menge Platz auch für mehrtägige Touren. Unsere aufgesetzten Taschen hier verfügen zudem noch über diese schönen Netztaschen. Die eignen sich prima, um beispielsweise Kleintackle darin zu verstauen. Gesichert alles mit diesen sehr robusten Reißverschlüssen, die wir an der gesamten Tasche auch wiederfinden. Unser Carryall verfügt über robuste Tragegriffe sowie einen dicken, dick gepolsterten Schultergurt. Aber das eigentliche Highlight dieser Tasche sind die seitlich angenähten Griffe hier, stark gepolstert. Diese helfen uns sehr beim Beladen beispielsweise ins Boot hinein oder das seitliche Rein- und Rausschieben aus dem Auto. Das macht die ganze Geschichte wesentlich einfacher. So, bevor die Sonne gleich ganz untergegangen ist, will ich euch nochmal schnell zeigen, wie ich die Tasche befüllt habe. Fangen wir mal mit den Seitentaschen an. Hier in dieser äußeren Tasche beispielsweise, die nutze ich für einen Karpfensack. Vorne in der kleineren Tasche finde ich, die ist ganz gut geeignet für ein Lead Case, wo ich meine Bleie drin aufbewahre. Besonders hier die etwas größere Tasche vorne. Diese eignet sich nämlich perfekt für eine Anaconda Tackle Box der Größe L. Passt hier super rein, nimmt also somit keinen Platz mehr in der Tasche weg. Ja, und hier die letzte Außentasche ist in meinem Fall jetzt eine Waage drin. So, dann werfen wir mal einen Blick oben rein. Ja, Kulturbeutel, bisschen Klamotten, Futter, paar Boilies haben wir hier. Diese aufgenähten Netztaschen, ganz gut geeignet hier, ein bisschen Elektrikkram fürs Boot, nochmal 2 Dosen mit Tigernüssen. Interessant sind noch diese kleinen Seitentaschen hier. Die kann man noch mal so ein bisschen abgeteilt nutzen. Hier beispielsweise habe ich meine Angelpapiere drin oder in der anderen Seite Socken beispielsweise. Muss man nicht lange suchen. Ja. Ich habe mich mal im Netz umgesehen. Da liegt diese Tasche so im Bereich von 80, 90 Euro, je nachdem. Wenn ihr euch dafür interessiert, schaut doch einfach mal bei eurem Online-Händler des Vertrauens selber nach. Noch zu erwähnen wäre, für Leute, die vielleicht ein bisschen mehr Ordnung halten möchten wie ich, gibt es mitgeliefert dieses Innenteil hier mit überall Klettverschlüssen. Das ermöglicht es uns, noch eine individuelle Einteilung vorzunehmen in der Tasche. Das ist aber halt jedem selbst überlassen, wie man es mag. Ich brauche es jetzt halt nicht, aber okay. Ja, mir hat Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Macht's gut!